Moinsen, was hat man eigentlich alles so in der Garage im Wohnmobil? Genau diese Frage, die werde ich euch heute mal beantworten. Tja, wir kommen gerade zurück von unserem Polentrip und da ich die Garage eh aufräume und sauber mache, habe ich mir gedacht, ich räume sie einmal aus und zeige euch alles, was wir dabei hatten. Nun habe ich mir gedacht, ich kann eine Reihenfolge irgendwie da reinbringen, wie wichtig sind die einzelnen Teile. Aber das ist mir wirklich schwer gefallen. Ich glaube, das ist auch von Camper zu Camper irgendwie unterschiedlich, weil die Bedingungen einfach unterschiedlich sind. Wir haben an unserem Wohnmobil eine Solaranlage. Das heißt, wir brauchen keinen Strom. Die keine Solaranlage auf dem Dach haben, für die ist natürlich ein Stromkabel absolut elementar. Ohne Strom macht Camping auch überhaupt keinen Spaß. Also ist das wohl vermutlich mit auf Platz 1 Stromkabel. Für mich persönlich definitiv nicht. Was steht denn bei mir auf Platz 1? Bei mir auf Platz 1, ich will nicht sagen der Grill, aber zumindest der Tisch und die beiden Stühle. Für sehr viele Camper sind Auffahrkeile extrem wichtig. Mir persönlich ist es auch absolut unwichtig, Auffahrkeile zu haben. Das Fahrzeug kann ruhig mal ein bisschen schief stehen oder schräg stehen. Wichtig für mich ist nur, dass der Kopf nicht unten ist, dass über Nacht das Blut in die Birne läuft und man morgens aufwacht und einen riesen Schädel hat. Hier sind die Auffahrkeile, die man völlig individuell benutzen kann. Erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe, sollte ihm klar sein. Ja, was ist noch wichtig? Grill habe ich schon erwähnt. Tatsächlich ist für mich der Grill absolut wichtig. Wir haben da einen Kardak-Grill, mit dem sind wir absolut zufrieden. Gasgrill, ich habe extra eine Schlauchverlängerung besorgt, dass man den auch ein bisschen weiter wegstellen kann. Wir müssen die Gasbottle nicht aus der Garage rausholen. Da hatte ich fast einen Punkt vergessen, der eigentlich noch wichtiger ist als ein Grill. Also die Wasserversorgung, die ist natürlich absolut elementar. Ja, hier haben wir unsere Wasserversorgung, extrem wichtig. Eine Gießkanne, logisch, kennt jeder. Und so eine Trommel für den Wasserschlauch, extrem sinnvoll. Und das hervorragend verstauen kann im Wohnmobil. Also ist ein Must-Have. Inzwischen sind für uns die Fahrräder elementar geworden. Wir haben die ersten anderthalb Jahre sind wir unterwegs gewesen ohne Fahrräder und konnten eigentlich immer nur mit den Inlinern und mit dem Longboard irgendwie ein paar Kilometer ums Wohnmobil rum irgendwie die Orte erkunden. Und das war uns dann irgendwann mit der Zeit einfach ein bisschen zu wenig. Dann kommt ja noch hinzu, dass wir den Hund haben. Der Hund kann eigentlich auch nur 7, 8, 9 Kilometer laufen. Da sind wir stark eingeschränkt. Von daher haben wir uns dann Fahrräder gekauft. Und auch einen Fahrradanhänger für den Hund. Und so können wir jetzt ohne weiteres auch mal 20, 25, 30 Kilometer wegfahren, um uns die Gegend anzuschauen. Und das ist schon eine geile Sache. Ich glaube, das waren jetzt schon die elementaren Dinge. Alles andere, was wir sonst dabei haben, ist das Verfahrensspielzeug und ziemlich individuell. Ja, einige Dinge vielleicht noch. Ich habe hab mir im Wohnmobil zwei Airline-Schienen eingeklebt, um letztendlich auch Dinge zu fixieren. Und da habe ich mir eine kleine Schubbox gekauft mit kleinen Schubladen, um so letztendlich auch ein bisschen Kleinkram unterzubringen. Die Schubbox steht zwischen diesen Airline-Schienen, dann ist sie mit dem Spanngurt gesichert und bewegt sich nämlich genauso wie ich Getränkekisten auch zwischen diese Airline-Schienen packe und die dann abspannen mit dem Spanngurt. Ja, ist auch elementar. Spanngurte muss man immer dabei haben. X-beliebige Gummis, um irgendwas zu befestigen in der Garage. Diese Airline-Schienen, die sind natürlich irgendwie ganz praktisch, weil man da die Spanngurte, die Anknüpfpunkte irgendwie versetzen kann, verschieben kann. Ist eine geile Sache. So, was haben wir sonst noch in dieser Schubbox? Naja, ein bisschen Werkzeug, was weiß ich, ein Gummihammer, eine Zange, WD-40 und Panzertape, das sind so die wichtigsten Dinge. Klar habe ich auch unterschiedliche Dichtungen dabei oder Sicherungen mit. Was nimmt bei uns in der Spaßabteilung am meisten Platz weg? Das aufblasbare Stand-Up-Paddling-Board. Das ist schon ziemlich groß, man braucht ordentlich Platz, aber wollen wir auch gerne mitnehmen, weil es einfach Spaß macht. Ein Fußball dabei, wir haben einen Volleyball dabei, wir haben einen Handball dabei, wir haben einen Frisbee dabei,
Wir haben einen Wikinger-Schacht dabei. Die Inliner und das Longboard habe ich schon erwähnt. Natascha fährt sehr gerne Inliner, ich fahre dann gerne Longboard. Um kürzere Strecken mal eben zu fahren, geht natürlich auch schneller als die Fahrräder immer irgendwie zusammenzubauen. Ja, und jetzt unsere neueste Errungenschaft, die wir jetzt gerade vor kurzem mit dazu gepackt haben, ist eine mobile Dartscheibe. So, das war's dann erstmal. Ich habe mich extra bemüht, das schnell einmal durchzugehen, ihr schnell einen Überblick bekommt. Ein paar der Produkte verlinke ich euch natürlich, zumindest die, die wirklich wichtig sind. Alles andere ist Spielzeug und muss jeder selber individuell für sich entscheiden. Auf jeden Fall wünsche ich euch richtig viel Spaß auf eurer Campingtour. Bis dann. Ciao.